Oh, Wahnsinn! Hey, ich bin der Jonas Eberswalde und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Selbstverständlich sind wir als, ich nenne es mal, Dachverein der Stadtwerke Kunstsammlung mit unserem ganzen Schwesterverein, übrigens auch der Freundeskreis des Kupferstichkabinetts, Hornstein ist auch da, fördern wir 15 Museen. Wir sind nicht nur für das Kupferstichkabinett da, aber ich sagte schon, eine tiefe, eine große Freundschaft, die nicht zuletzt darauf beruht, dass der Gründer von MSU 1991 war, Schmidt war, Generaldirektor und sehr langjähriger Direktor des Kupferstichkabinetts. Wir haben seit 1991, muss man aufschreiben, über 70 Arbeiten erwerben können für das Kupferstichkabinett mit insgesamt ungefähr 600.000 Euro, die das gekostet hat. Man sprach da vom Aspekt des Sammelns. Das ist in unserer Arbeit, das betonen wir. Wir fördern Projekte, aber in erster Linie für alle Museen des Sammelns und dort, wir schließen auch manchmal kleine Lücken, die noch sind in den Museen, aber zeitgenössisch sammeln. Das ist uns ein großes Anliegen und insofern ist das Kupferstichkabinett dazu gerade ein perfekter Partner. Ich freue mich sehr, dass wir in der Ausstellung sehen können, vielen Dank Stefan Buck, drei Arbeiten, die wir erwerben konnten, Karl-Heinz Adler und von Marlene Dumas, 8 Zeichnungen, eine Erwerbung der letzten Jahre, die wir sehr geliebt haben, da haben wir uns wahnsinnig drüber gefreut und die Mappe,
auf unseren Mitgliedern beruht, die diese Erwerbung möglich machen, 2000 Mitgliedern, dass wir so deutlich auch zu sehen sind in der Ausstellung. Dieses Jahr, Frau Tumala, ist eine ganz tolle Zusammenarbeit, da freuen wir uns sehr, dass wir das unterstützen konnten. Und wir haben auch jedes Jahr eine Jahresgabe des Vereins, die wir in Zusammenarbeit mit dem Kupferstichkabinett entwickeln, mit den Künstlern zusammen, die dann zum bevorzugten Preis den Mitgliedern, aber auch Nichtmitgliedern zur Verfügung gestellt werden. Und die erste Edition ist immer, die erste Ausgabe ist immer fürs Kupferstichkabinett. Auch dort fühlt sich durch den Verein das Depot. Dieses Jahr ganz besonders, Sie waren so sehr groß, Frau Tumala, vielen Dank, dass eben auch Originalzeichnungen dabei sind, die sich ein Verein, der sich wie gesagt durch die Mitgliedsbeiträge eben sich auch leisten konnte. Vielen Dank, dass Sie da so großzügig sind. Eine Spendenaktion, an die erinnern Sie sich vielleicht von 2017, das war über die Mitgliedsbeiträge hinaus, konnten wir den Ankauf der Panorama-Zeichnung von Oberloschwitz im Elbtal, Sie erinnern sich vielleicht, war auch sehr erpresst, sammeln. Also wir haben nicht nur durch unsere üblichen Einnahmen, sondern machen auch Sondereditionen, Sonderprojekte, wo wir noch Geld sammeln. 300 Jahre hört sich alt an, wie jung, aber das Kupferstichkabinett ist, möchte ich an einer Geschichte Ihnen beweisen. Mein Ackermann sagte, das Kupferstichkabinett lässt Nähe zu, ist der demokratischste Ort in der Stadtlichen Kunstsammlung. Vor fast 12 Jahren, am 22. Mai 2008, hatten wir die erste Veranstaltung von jungen Mitgliedern, der jungen Freunde, die es damals noch nicht gab, im Kupferstichkabinett gemacht. Das Motto, das wir hatten, war, wir sind Freunde, die Ausstellung war Talkstelle. Und dort haben wir eine Veranstaltung gemacht, daraus haben 100 Menschen teilgenommen. Zu unserer großen Überraschung, wir haben heute, das war die Geburtsstunde der jungen Freunde von den Lesben, wir haben heute 600 junge Mitglieder in unserem Freundeskreis, was für Deutschland ungewöhnlich ist, für Freundeskreise. Wir wollen junge Menschen ins Museum bringen und es ist immer wieder die Ausstellung Kupferstichkabinett, die junge Leute begeistert.